Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge hier auf meinem YouTube-Channel und auf dem Podcast bei iTunes und bei Spotify, je nachdem, von wo du gerade zuschaust oder zusiehst. Ich habe mir den lieben Uwe von Grafenstein dazu geholt. Wir sprechen über ganz viele Themen, gehen sehr tief rein, sind ehrlich, sind raw, sind uncut und es macht einfach nur extrem viel Spaß, sich mit Uwe zu unterhalten, weil er einfach super authentisch, ehrlich und spaßig, erfolgreich ist und dementsprechend hoffe ich, hast du genauso viel Spaß beim Zuhören oder Zugucken. Schick uns doch gerne dein Feedback, nachdem du hier zugehört hast, per Instagram an Nick Gehlinger oder Uwe von Grafenstein. Gerne auch per LinkedIn, Facebook, E-Mail, wo auch immer. Nur ansonsten, wir hören uns. Ich wünsche dir viel Spaß beim Autofahren, Joggen, Spazieren gehen mit deinem Hund, wo auch immer du gerade das Ganze anguckst oder anhörst. Das war's von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen, Freunde der Sonne, beim Social Media Magnet Podcast, inklusive Mr. Happy List himself, Uwe von Grafenstein. Uwe, schön, dass das geklappt hat, ganz spontan. Ich habe gestern Uwe geschrieben, ich so, Uwe, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen. Wir müssen wieder sprechen, weil als ich bei Uwe in München war, haben wir viel gesprochen, wir haben aber nichts aufgenommen. Und das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich habe gedacht, okay, jetzt müssen wir das auf jeden Fall machen. Ja, lohnt sich jedes Mal. Eigentlich müssten wir nur, wenn wir uns treffen, mal so ein Mikro dran klemmen. Kein Witz, ich mache das ja mittlerweile bei fast jeder Gelegenheit, wo ich bin, habe ich hier so an dem Handy dann so dieses Lapier-Mikro von Rode und stecke mir das irgendwo dran. Hey, ganz ehrlich, das sind die Podcasts, wo es am meisten Feedback drauf gibt. Ja, tatsächlich. Das ist ganz geil. Also ihr könnt dich ja erinnern, ich habe ja schon 2 Folgen mit Uwe bei mir auf dem Podcast hochgeladen. Einmal ging es so um Uwes Backstory, ne? Er war Magier und dann eigene Fernsehproduktionsfirma aufgebaut und dann ging es auch tatsächlich in dieser ersten Folge noch ziemlich krass um Network Marketing, weil du dann noch voll hyped warst von dem Thema. Ist jetzt aber auch schon ein gutes Weilchen her und in der Zeit hat sich was getan, dann haben wir die 2. Folge aufgenommen gehabt. Und jetzt die 3. Folge mal, weil das Spannende ist, als wir die 2. Folge aufgenommen haben, hat Uwe tatsächlich gerade mit seinem eigenen Podcast gestartet, Happy List. Und Uwe, du hast ja in deinem eigenen Podcast, hast du schon so eine Revue passieren lassen, was so alles passiert ist in der Zeit. Ne? So du hast da den Clickbait-Titel genommen, das habe ich verdient seit Launch. Ne? Also und hast da mal ein bisschen Revue passieren lassen, was da so abgegangen ist. Und du erzählst mir ständig selber, was eigentlich die ganze Zeit passiert, seitdem der Podcast online ist. Und bestimmt haben auch meine Zuhörer Lust herauszufinden, was geht ab. Kannst du mal zusammenfassen, was hat sich bei dir im Leben tatsächlich getan? Was ist passiert, seitdem der Podcast online gegangen ist? Sagst du ja, Daumen hoch, Mann, jeder sollte einen Podcast starten oder sagst du, ey, ganz ehrlich, Leute, lasst das, das ist voll für die Katz. Leute, lasst das, weil wenn ihr das lasst, dann haben wir mehr Marktanteile. macht das bloß nicht. Nein, ja. Ich mache keinen Spaß. Also ich sag jetzt echt so, ich mache das ja auch erst seit 4 Monaten so, ne? Hab jetzt, glaube ich, gestern Folge 57 hochgeladen. Also ich war recht gut dabei gerade in den letzten Monaten. Ja, hab echt reingehauen. Aber es macht doch total Bock. Aber ich sag auch, also ich sage 2 Sachen. Die eine ist, hätte mir vor 3 Jahren einer gesagt, wie geil Podcasten ist, hätte ich vor 6 Jahren angefangen. Und ich habe aber trotzdem jetzt mal reduziert. Also ich habe mal wirklich die ersten 3 Monate 3 Episoden die Woche gemacht. Das war, ich sag mal, das war ein bisschen hart. Also das war cool. Das hat mich auch in den Charts nach oben gebracht und hat auch wirklich dieses Boom, hier bin ich, was ich auch wollte. Ich musste mich auch ein bisschen so neu erfinden, so karrieretechnisch und wollte halt so Boom, so ich meine das ernst, ich habe da Bock drauf, ich ziehe das durch. Und halt so Werte wie Verlässlichkeit etc., Fleiß, das sind ja so Sachen, die mir wichtig sind und deswegen, das wollte ich auch durchziehen. Jetzt mache ich noch 2 Episoden die Woche, Mittwoch und Sonntag, an den beiden Primetime-Tagen im Podcasten. Ist immer noch unfassbar anstrengend, ich sag's dir, wie es ist. Also es sind Mittwoch und Sonntag die Primetime-Days, das wusste ich gar nicht. Mittwoch und Sonntag kannst du, also das sind wirklich die Peaks. Also dazwischen, okay. Ich habe Mittwoch, Freitag, Sonntag am Anfang gemacht. Ja. Das war okay. Also wenn du so um 17 Uhr gedroppt hast, wenn die Leute so aus dem Feierabend kommen, 16, 17 Uhr am Freitag, das war auch gut. Aber ich sehe halt, Mittwoch und Sonntag waren die beiden Boom-Tage so. Und ich habe die 7 Uhr morgens Strategie. Also ich lade schon um 7 Uhr morgens hoch, weil ich der Meinung bin, dass du dann direkt die Leute, wenn die zur Arbeit fahren oder wenn die gerade ins Gym gehen wollen oder mit dem Hund spazieren gehen, die erste Runde, dass sie dann gleich loslegen können zu hören. Gut, das ist schlau. Ich habe irgendwie immer,
Ich habe immer 9.30 Uhr gerade und bei mir sehe ich aber, dass bei mir explodieren die Zahlen lustigerweise zwischen 22 und 24 Uhr. Also ich sehe dann immer so, ich gucke dann nochmal, was das ist. Was hast du für einen Anbieter? Podigy. Podigy. Ah, okay, ich habe Podcaster. Ich glaube, bei Podcaster sieht man das gar nicht, um wie viel die Leute sich das anhören. Nee, also ich sehe das ja live. Ich habe so eine Live-Chart und dann sehe ich halt, was noch sozusagen, ich gucke, was um 22 Uhr passiert ist und dann gucke ich, was bis zum nächsten Tag passiert ist und dann habe ich jedes Mal nochmal so eine kleine Explosion hinten raus. Also und ich glaube, ich habe Späthöre. Okay, also klare Empfehlung an alle, die ein bisschen mehr Insights haben wollen, nutzt Podigy für euren Podcast. Ich bin da super happy, ich finde das super. Ich habe ja auch so ein bisschen jetzt parallel auf Soundcloud hochgeladen, das bringt bei mir irgendwie gar nichts. Also so händisch, per Hand hochgeladen, nichts. Was ich total faszinierend finde, Learnings, ich dachte ja, dass Spotify voll der Player wäre. Bei mir macht Spotify, wenn überhaupt, 4% aller Aufrufe aus. Wenn überhaupt. Ja, lädst du auch auf Stitcher hoch? Ich habe iTunes, Deezer, Google Play, Spotify. Das sind so meine vier großen. Und die sind alle mehr oder weniger, also bis auf iTunes ist alles ziemlich irrelevant. Ja, also ich lade nur auf Spotify. Ich lade nur auf Spotify und hier iTunes hoch. Ja, also Spotify macht bei mir ein bisschen was aus. Also schon so Richtung 10%, mal mehr, mal weniger, je nach Folge. Ja. Aber tatsächlich iTunes, ja, ist auf jeden Fall der Bringer. Krass, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, da gibt es auch Primetimes, ähnlich wie bei YouTube, wo sich ja alle irgendwie auch so auf Donnerstag und Sonntag oder irgendwie so Mittwoch und Sonntag geeinigt haben, ne? So 18 Uhr, wir laden alle hoch. War mir das bei Podcasten noch gar nicht so bekannt. Ah, cool. Ja. Tell us more. Ja, also du, ich habe das ja als Spaß gegründet, ne? Das war ja wirklich, ich wollte, also dadurch, dass ich ja mal Fernsehproduzent war, war ich ja damit irgendwie, also ich bin ja damit aufgewachsen, Content zu erstellen. Das ist jetzt nichts Neues. Aber ich wollte halt Content machen, der meiner ist, wo nicht Sat.1 bestimmt, was da drin vorkommt, weil die Party bezahlen, sondern ich wollte halt meine Sachen machen. Und deswegen war das tatsächlich so eine Hobbygeschichte und eben eine Happy List, ne? Ich wollte so ein Ding von meiner Happy List runterstreichen, eigener Podcast. Dann war ich ja bei dir eingeladen. Dann war ich eingeladen bei Robin von der Entrepreneur University. Ja. Und dann habe ich ja so den Kick bekommen. Das hat richtig Bock gemacht bei euch. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich es halt. Und jetzt, ich habe 35.000 Abrufe in 4 Monaten gemacht, was auch immer das heißt, ob das jemand gehört hat. Also ich kriege Feedback. Also ich glaube, irgendjemand hört das. Aber, also ich bekomme sogar inhaltliches Feedback. Wo ich das Geilste, was mir letzte Woche, Samstag, also jetzt der letzte Samstag, sitze ich in einer Eisdiele in München und dann kommt eine vorbei und sagt, ich kenne dich aus dem Internet. Das war das erste Mal in meinem Leben. Und das war wohl eine treue Podcast-Hörerin, Julia. Schöne Grüße an Julia an der Stelle. Und das fand ich großartig. Also das fand ich schon echt irgendwie, das ist schon irgendwie crazy. Und ich bekomme coole Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ich habe dich zuletzt mal bei Michael Araya auf einem Event in Frankfurt gesehen und jetzt höre ich deinen Podcast und irgendwie gehe ich jetzt ganz anders ans Leben ran. Da denke ich mir so, okay. Voll nice. Podcasts verändern Leben. Kein Witz. Podcasts sind wie so eine, ein Podcast ist wie deine innere Stimme einfach, ne? Die so nebenbei einfach die ganze Zeit mitläuft. Also ich bin ja Die Hard Joe Rogan Fan und kein anderer Podcast ins Ohr außer Happy List und Joe Rogan. dementsprechend ab und zu, klar, wenn Joe Rogan gerade nichts hochlädt oder gerade nichts Spannendes für mich dabei hat, dann höre ich mir ab und zu mal den trashigen Podcast von Logan Paul an, Impulsive. Mhm. Ab und zu kommt da auch guter Content bei rum, aber meistens ist das nur Entertainment und Trash. Laden irgendwelche Pornodarstellerinnen hoch und fragen sie halt, wie es ist, irgendwie Pornodarstellerin zu sein und sowas. Und ab und zu kann das ganz lustig sein, aber das ist dann tatsächlich nicht das, was du als deine innere Stimme haben möchtest. Und aber das ist halt... Podcast ist so geil, das hat bei mir auch so viel verändert, als ich angefangen habe, Joe Rogan zu hören und vor allem die krassen Leute, die er da eingeladen hat und in dieser Frequenz auch. Das macht einfach nur Spaß, Und Deutschland ist ja eigentlich noch so ein Podcast-Muffel-Land, obwohl aber auch langsam die, sag ich mal, die modernen Promis, na, so also eine Paulina Roginski und der Joko und wie heißt der, Ripke und whatever, wie die nicht alle heißen, die haben ja auch schon alle so nach und nach, so vor 2 Jahren, vor einem Jahr langsam mitbekommen, oh, da geht was, da kann man mal hochladen und auch Böhmermann und wie heißt der andere Typ hier? Keine Ahnung. Olli Schulz.
Olli Schulz, genau. Mhm. Und da merkt man schon, das ist eine brutale Resonanz. Ja, und trotzdem war ich geschockt. Ich habe jetzt bei diesem Resümee, das habe ich vor 2 Wochen auf Mallorca gemacht, da ist nämlich die 50. hochgegangen. Und da habe ich ja dieses Resümee gezogen und habe mal gegoogelt, weil ich nicht wusste, wie viele Podcasts gibt es in Deutschland? Ey, es gibt 6.000 Stück. Ich finde, das ist nichts. Es gibt 6.000 deutschsprachige Podcasts. Ja, das ist krass. Wie viele deutschsprachige YouTube-Channel gibt es denn? Keine Ahnung, ich habe noch nie gegoogelt. Es wird unfassbar sein. Aber ich meine, überleg mal, 6.000 auf 100 Millionen Menschen. Also ich glaube, wenn du Deutschland, Österreich, Schweiz rechnest, finde ich das enorm wenig. Ich glaube, wenn wir so weiter Gas geben, dann schaffen wir es tatsächlich halt, dann schafft man es halt, so ein Julian Bam zu werden oder so ein InScope 21. Oder du wirst dann nur beim Podcasten. So ein, wie heißt die, Bibis Beauty Palace und whatever, das kannst du halt im Podcast-Game werden einfach. Ne? Ja. Das ist halt krass. Also das ist das, was ich gerade halt feststelle. Ich meine, du kennst es selber, also du kennst es noch besser als ich. Du bist auch busy mit deinem Leben. Du hast einen Sohn, ne? Was gibt's Cooleres, als einen Sohn zu haben und dann noch, dass er Oscar heißt. Ich werde darauf mein Leben lang nicht klarkommen, ne? Dieses Wortspiel einfach. Du hast eine Frau, du hast Geschäfte zu führen. Und trotzdem kriegst du es hin, irgendwie Content zu erstellen. Du hast gesagt, du hast schon reduziert. Na, aber mir geht es halt auch ähnlich. Dann hast du hier einen Kundentermin, dann willst du mal länger schlafen. Irgendwie fühlst du dich gerade nicht so inspiriert, mal was aufzunehmen. Ich meine, viele Leute denken ja auch irgendwie, uns kommt das ja auch zugeflogen oder so. Einfach irgendwie, ja, ich stehe morgens auf und dann sprudel ich nur so vor Ideen, worüber ich sprechen kann oder sprechen soll. Ich das wäre schön. Ich möchte so einen Tag mal haben. An manchen Tagen passiert das ja auch, dass ich morgens aufstehe, so wie heute, wo ich gedacht habe, ich so, boah, heute habe ich irgendwie Bock, mal richtig, richtig wieder viel zu produzieren oder vorzuproduzieren, aber es passiert ja auch nicht immer. Aber genau daran liegt es, diese Disziplin aufzubringen, das hinzukriegen. Weil wenn ich mir, und wir haben ja gerade über Patrick Reisser gesprochen, du hast ja gefragt, hey, Patrick Reisser, kennst du den? Was hältst du von dem? Und auch er beispielsweise gehört ja auch zu den Leuten, die halt einfach so diszipliniert waren. Und das ist ja eigentlich wirklich nur Disziplin, konstant sich jeden Tag 2 bis 3 Stunden Zeit zu nehmen, Inhalte zu erstellen für YouTube, für Facebook, für Instagram und diese hochzuladen, zu promoten und halt zu gucken, wie kann man immer besser werden, die Qualität optimieren, wen kann man einladen, wo kann man was schrauben. Und das wird dann halt mit dem Compound-Effekt nach und nach einfach auch belohnt. Ja, ich sag ja, ich bin so fleißig beim Podcasten, weil ich so faul bin. Weil ja. Das ist ja, ganz ernsthaft, ich wüsste nicht, was ich die ganze Zeit posten soll. Es gibt so Wochen, ich liebe Insta-Stories, aber es fällt mir auch manchmal einfach echt schwer. Also nicht, dass ich nicht wüsste, wie man eine Insta-Story macht. Ich kann, glaube ich, sogar ganz, ganz gute Insta-Stories machen. Aber ich habe einfach keine Motivation, verstehst du? Und ja. Wenn ich dann aber meinen vorproduzierten Content habe, wenn ich halt irgendwie so ein langes Ding gemacht habe, ne, Gary Vaynerchuk macht es vor, dann habe ich einfach für die nächsten 2 Wochen alle Insta-Kanäle bespielt, alle LinkedIn-Kanäle, meinen YouTube-Channel. Ich mache das, weil ich faul bin. Ich bin so fleißig, damit ich faul sein kann. Und ja. Das ist für mich das Beste. Ich habe wirklich diesen Content-Plan. Ich weiß jetzt schon genau, wie meine nächsten 2 bis 4 Wochen auf Social Media ausschauen, nur weil ich einen Podcast habe. Und das Geil. Ist das Beste. Ich finde es cool, Mann. Ich finde es cool, wie du das alles verwertest. Also eine Zeit lang haben ja Marc und ich auch extrem viel Gas gegeben da in die Richtung und echt aus jedem Schnipsel irgendwas rausgeholt oder rausholen wollen. Das war schon ganz cool. Es kostet halt wirklich Zeit und das ist halt das, was ich halt auch jedem mitgeben möchte, der hier einfach zuhört. Es kostet dich wirklich Zeit. Kostet auch Geld. Kostet ja, wirklich Geld. Kostet auch Geld, aber es lohnt sich halt, weil das ist halt Branding, auf das du einzahlst. Und jetzt, Uwe, kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den ich am Anfang von dir hören wollte, was du mir ständig privat erzählst. Lass uns die Frage spannender gestalten, okay? Du hast deinen Podcast gestartet, Happy List. Am Anfang wusste keine Sau, wer du bist, was du gemacht hast, wo du herkommst, was du on the table bringst oder ob du der goddamn Table bist, wusste niemand. In der, sag ich mal, Personal Development Szene, okay? In anderen Szenen ja. So, jetzt hagelt es bei dir Anrufe, es hagelt bei dir E-Mails und alle sagen, okay, Uwe scheint der Table zu sein, das muss ich jetzt prüfen, ja? Und das war der Branding-Effekt vom Podcast, oder? Oder was ist da konkret passiert? Ja, also Podcast ist ja für mich nur Synonym für den Content
den ich auf alle Plattformen rausgeballert habe. Also LinkedIn hat mich komplett nach vorne geballert. Cool. Instagram hat mir, glaube ich, die geringste Hürde zu Menschen geboten. Also Menschen trauen sich am allermeisten über Instagram zu schreiben. Ja, ne, ist so. Mal davon abgesehen, dass es da eben auch kein Spam-Postfach gibt. Also jetzt kommst du halt in so ein vorgelagertes Postfach, aber eigentlich kannst du ja jedem privat schreiben. Und die Hürde, auch auf eine Story kurz zu schreiben, ist extrem gering. Und ich merke, dass die Leute, selbst Geschäftsleute, die sich dann sagen, so, ich habe jetzt irgendwie noch nicht auf LinkedIn geschrieben, habe mich da noch nicht getraut, deswegen mache ich es jetzt mal hier über Instagram, obwohl sie eine geschäftliche Anfrage haben. Also da scheint die Hürde so niedrig zu sein, immer noch eine Killer-Plattform für mich. Und ja, das Branding, guck mal, jeder ist auch da draußen und will passives Einkommen. Jeder erzählt dir was von residualem Einkommen, bla bla bla. Aber keiner macht residuale Marketing-Systeme. Und was du machst mit deinem Podcast, was ich hier mache, mit unseren Videos, mit deinem YouTube-Channel etc., man, im Grunde genommen, wir kümmern uns darum, dass wir halt ein 24-Stunden-Fischernetz da draußen haben. Ja. 24 Stunden, auch wenn ich penne, wenn ich in einem Meeting sitze, wenn ich gerade nichts hochladen kann, 24 Stunden lang können Leute mich stalken. Und das ist interessant, weil manchmal sitze ich mit Leuten am Tisch, die mir sagen, in Episode 6 haben sie das und das gesagt. Und ich denke mir so, schlauer Gedanke, kommt der von mir? Oder ich denke mir, was für ein Scheiß, was rede ich da eigentlich? Aber ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber Leute können meinen Podcast total rezitieren. Und im Grunde genommen verkaufen die sich mir. Also ich muss seit 4, 5 Wochen, ich pitche nicht mehr. Ich gehe auch nicht irgendwie in eine Situation rein, wo ich irgendwie vortanzen muss, was ich als Fernsehproduzent halt dauernd musste. Sondern Menschen haben mich schon gekauft, im Grunde genommen, bevor sie mich das erste Mal gesehen haben. Ich darf es dann halt nur nicht beim Erstgespräch verkacken, indem ich irgendwie ein Arsch bin. So. Ich muss halt einfach nett sein. Beziehungsweise sollte einigermaßen konstant das reden, was ich auch im Podcast tue. Aber dadurch, dass mir das ja sowieso das Wichtigste ist, das ist ja auch mein Credo, ich erzähle nur das, was ich selber erlebt habe. Ich gebe nur die Zahlen weiter, die ich selber gesehen habe. Ich erzähle zum Beispiel seit einer Woche, dass du bei mir warst und ich mal bei dir in den Werbezeitenmanager gucken durfte. Ich habe bei dir keine Screenshots gesehen. Ich habe gesehen, wie sich Zahlen live verändert haben. Und wer macht das schon? Du weißt, Screenshots zeigen sie dir alle. Sie erzählen dir auch alle was von ihrem Umsatz, ne? Aber sie erzählen dir nicht, was vorher bei der Spending-Seite da gestanden hat. Mhm. Und deswegen sage ich auch so, ganz ernsthaft, mich hat das krass beeindruckt. Sei mal dahingestellt, was ich da jetzt gesehen habe. Ich weiß nur, dass es halt exorbitant explodiert ist. Ich weiß, dass du Summe X eingesetzt hast und Summe Y rausgeholt hast für deinen Kunden und Summe Y war kaboom mit so, ne? Und das ist ja genau das. Und wenn du das halt über alle Plattformen kommunizierst, nicht nur jetzt hier in so einem One-on-One mit mir hier auf dem Sitzsack in meinem Büro in München, sondern wenn du halt so konsistent bist und das über Monate und möglichst Jahre, Mann, ich fange ja gerade erst an. Ich mache das seit 4 Monaten und ja, ich habe jetzt tatsächlich einen mittleren 5-stelligen Betrag umgesetzt mit Menschen, die danach gekommen sind und gesagt haben, ich möchte entweder das genau so oder ich habe ein unternehmerisches Problem, entweder strategisch oder sichtbarkeitstechnisch und ich möchte das gelöst bekommen und ich glaube, dass du das kannst, weil du es jeden Tag tust. Und überleg mal, dadurch, dass es als Hobby gestartet ist und jetzt ist daraus ein Business geworden, das wird zukünftig noch institutionalisierter, wie geil ist das denn? Also 24 Stunden arbeitet was für mich, wo ich nicht arbeiten muss. Und das finde ich viel interessanter als viele andere Möglichkeiten, die ich bisher ausprobiert habe, um an residuales Einkommen heranzukommen. Geil. Wenn wir schon beim Thema Branding sind, wie war das damals zu der Fernsehproduktionszeit? Also wie war das damals da? Wie hast du angefangen? Also wie habt ihr denn, sage ich mal, die erste Produktion an Land gezogen? Das erste Cash von einem Fernsehsender, der gesagt hat, geil, produziert uns mal was. Na, und wie hat sich da das Branding aufgebaut, dass dann halt nachher, sage ich mal, Pro7, RTL, Sat1 und wie sie nicht alle heißen, anrufen und klingeln und sagen, hey, ich will auch. Ja, wir hatten halt, darfst, aber so. Klar, easy. Also das ist lange her. Gefühlte 12 Jahre. Also sogar echte 12 Jahre. Wir haben ja ein Jahr lang rumgekrebst so, ne? Und haben ja irgendwie akquiriert und uns einen Wolf akquiriert und haben 0 Euro verdient. Oder ich glaube im Jahr 4.800 Euro zu zweit in einem Jahr. Mhm. Nichts kam dabei rum. Und dann irgendwann haben wir ja durch Zufall hat Pro7 am Nachmittag eine Show gebraucht am Samstag. Und da war auch noch Geld da. Nicht viel, aber es war ein bisschen Geld da. Und da wollten sie Charlotte Engelhardt pushen, die jetzt Charlotte Würdig ist und die Ehefrau von Sido. Und die sollte da damals irgendwas machen, um auch als Gesicht etabliert zu werden. Und dann haben die
die wollten irgendwas mit Mode. Und wir haben eine Show angeboten, wo sich ein Pärchen gegenseitig umstylt, was ich nicht mehr sehen kann. Und die stylen den anderen um, ohne dass der andere weiß, was die aus dem machen. Und kriegen so Augenmasken und werden komplett gemacht. Und am Ende sehen die sich und hoffentlich mögen sie das, was deine Frau aus dir gemacht hat und andersrum. Also wir hatten so ein komplettes Styling-Team und Hair und Make-up und frag mich nicht, whatever. Auf alle Fälle war das mega. Und das haben wir produziert, 10 Folgen. Und zu dem Zeitpunkt gab es einen Schnitt, ein Slot-Schnitt von, ich glaube, 7% Marktanteil. Alle Sendungen, die bisher da liefen, die ProSieben an dem Slot am Nachmittag, am Samstag ausprobiert hatte, hatten 7%. Dann haben wir diese Sendung gemacht, wirklich für fast kein Geld. Also heute würde man für das Geld kein Fernsehen mehr produzieren können. Aber wir waren jung, wir hatten kein Overhead, wir waren schnell, wir haben auf Gewinn verzichtet, wir haben gesagt, das ist unsere Eintrittskarte, wir machen es geil. Und wir haben das Ding auf 16% hochgeknallt, im Schnitt. So, und dann waren Zahlen da. Also das war eine lustige Sendung, die hat gut funktioniert, die Presse war gut und dann haben wir den Schnitt mehr als verdoppelt. Und das hat noch fast nichts gekostet. Und dann haben wir den nächsten Shot bekommen. Wir sollten was zur Bundestagswahl machen. Wir haben uns Sido geschnappt und haben uns überlegt, wir nehmen Sido. Sido erklärt die Bundestagswahl. Der war damals Erstwähler, er war 28 und hat noch nie gewählt. Und seine Mama hat gesagt, Digga, wird jetzt langsam Zeit. Und da haben wir sogar die Finanzierung extern aufgestellt mit der Bundeszentrale für politische Bildung und sollten halt eben dort politische Kommunikation in Massenmedien machen. Ja. Und dann haben wir wirklich, und dann haben wir halt Sido geholt. Und das hat das Ding gedroppt, 60 Minuten, am Vorabend der Bundestagswahl, hat super funktioniert, die Presse ist abgegangen, die Werbekunden bei ProSieben haben gesagt, macht mehr davon, dann können wir nämlich bei euch schalten und müssen keine Angst haben, dass es irgendwie ein ranziges Umfeld ist. Dann haben wir die Deutsche Fernsehpreisnominierung bekommen und das war im Grunde genommen unsere zweite Produktion. Das heißt, die erste hat von den Zahlen wirklich mega performt, die zweite war ein Image-Ding, beide haben fast nichts gekostet. Die Tür war offen. Die Tür war offen. Was hat mich, ich finde das spannend, was unterscheidet tatsächlich nachher, also gibt es so viele Produktionsfirmen eigentlich, die, sage ich mal, um bestimmte Werbezeiten oder einen bestimmten Slot kämpfen oder ist das nicht so ein umkämpfter Markt? Also das, ich weiß ja gar nicht. Das Krieg. Als wir gespielt haben, hat jeder gesagt, der Markt ist so saturiert und voll, ihr braucht da nicht mehr reingehen, weil ihr habt kein Backing, ihr habt kein Venture Capital, ihr gehört zu keiner großen Gruppe und ihr gehört nicht zu einem Sender. Also keine Chance. Und ihr habt kein prominentes Gesicht, was zu euch gehört, wie Stefan Raab. So, Brainpool hatte damals Stefan Raab, Anke Engelke, Bastian Pastewka. Heute haben sie Luke Mockridge und hier Caroline Kebekus. Hatten wir alles nicht. Ich glaube, man sagt, es gibt in Deutschland 3200 Produktionsfirmen, ungefähr. Mhm. Und da ist krass. Krieg. Ja, Alter, das ist richtig krass. Also das sind auch Werbefilmproduzenten bei und Kinofilmproduzenten, Animationsfilmstudios, Imagefilm, was auch immer. Aber roundabout bei der Deutschen Produzentenallianz sind es, glaube ich, 3000 Mitglieder. Mhm. Das ist so die große deutsche Allianz, wo wir uns alle zusammengeschlossen haben. Und da ist Halligalli. Jede Minute will irgendwie bespielt werden und es gibt nur 24 Stunden. Ne? Ja. Das ist ja linear, es ist lineare Ausstrahlung. Es gibt nur 24 Stunden und es gibt halt nur eine Handvoll Sender oder zwei Handvoll Sender. Und dann kannst du überlegen, was da draußen los ist. Ja, krass. Heftiges Ding. Ich habe mir, bevor wir in die Podcast-Folge reingestartet sind, habe ich mir eine coole Frage überlegt gehabt. Und zwar ist es ja gerade modern, dass alle jetzt anfangen, Videos zu machen. 10 Wege, wie du online Geld verdienen kannst. 20 Wege, wie du, wenn du broke bist, wieder reich wirst, whatever. Ich habe mir gedacht, komm, die Frage stellst du einfach mal Uwe. Weil mich würde tatsächlich interessieren, was würdest du jetzt mit dem Wissen, was du jetzt aktuell hast, na, mit einfach dem Weitblick oder der Weitsicht, die du aktuell hast, was würdest du denn jetzt eigentlich machen tatsächlich? Du bist der 20-jährige Uwe und denkst dir, geil, ich habe Bock auf Selbstständigkeit. Was würdest du machen? Was ich machen würde? Ich würde noch früher anfangen, externe Geschäftsanteile einzusammeln. Ich würde jeden irgendwie so unterstützen oder würde irgendwie mit reingehen durch Leistung, weil Geld hätte ich mit 20 noch nicht. Und würde gucken, dass ich Unternehmensanteile sammle, indem ich als Berater irgendwo mit reingehe. Und ich würde immer gucken, dass ich so rund um die 10% bekomme, weil das steuerlich sonst keinen Sinn macht. Du musst halt so 10% Minimum haben, damit steuerlich auch alles schlau in einer Holding zusammengefasst werden kann. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, ich würde mich vollkommen auf die Sichtbarkeit in digitalen Medien fokussieren. So, also mit meinem Wissen heute. Deswegen, also, ne, ich würde jetzt nicht, also
ich bereue nichts. Der Weg zum Fernsehen war für mich der perfekte und ich liebe ihn. Nur mit allem Wissen, was ich heute habe, und wenn wir in 2019 sind, würde ich jetzt mit 20 sagen, ich würde genau das machen, was ich jetzt mache. Ich unterstütze andere Menschen beim Thema Sichtbarkeit. Beim Thema Strategie hätte ich sie noch nicht unterstützen können, weil dadurch musste ich erst wirklich diese unternehmerischen Schritte machen, ja, 2, 3 Firmen aufbauen, auch ein paar vor die Wand fahren, ein paar erfolgreich machen, ein paar verkaufen. Jetzt merke ich bei meinen Beratungen, die Leute kommen zu mir und wollen Sichtbarkeitsberatung, aber eigentlich brauchen sie eine Strategieberatung. So, ja. Sie brauchen wirklich so Produkte. Oh, das merke ich ja, ganz das, oft bei meinen Kunden auch, dass die, gell? Die bringen dir, also auch, wir haben jeden Mittwoch unseren Live-Call mit unserer Social Media Agentur Academy, ne? 250 ausgebildete Teilnehmer und da mehr als die Hälfte von denen haben schon ihre ersten Kunden oder auch schon 10 Kunden abgefrühstückt und jeden Mittwoch kommt jemand mit einem neuen Kunden und fragt uns halt, was willst du bei dem machen? Ne? Und der schmeißt dir halt wirklich, das ist fast so, als ob der so eine Biomülltonne nimmt und so auf den Tisch schmeißt und dann sagt, hier, vermarkte das. Ja, und ich denke so, Alter, das kannst du nicht vermarkten, ja. Ich so, was ist der USP? Ja, ja, das ist das beste Protein. Ich so, Bro, das beste Protein, das sagt jeder zu seinem Protein, ja. Und ja, dann sage ich so, hey, geh zu deinem Kunden hin, sag dem, der soll dir 10.000 Euro geben und du hilfst ihm erstmal dabei, Ordnung in sein Geschäft zu bringen. Ansonsten braucht er nicht anzufangen. Das ist das Problem. Ich meine, ne, wenn du nur Scheiße zu kommunizieren hast, dann kommt halt auch nur Scheiße bei raus. Das ist das Problem. Also von daher, ich wäre jetzt noch nicht so gut mit 20, also rückblickend, dass ich da jetzt schon strategisch, unternehmensstrategisch beraten könnte. Ja. Das kann ich jetzt. Aber ich würde komplett auf das Thema Sichtbarkeit gehen. Und zwar nicht, weil ich 20 wäre und weil ich weiß, wie man Instagram bedient. Ja, oder genau, dann wüsste ich es natürlich, wenn ich da bin. Nein, aber indem ich halt mich irgendwie tatsächlich auch mit Kommunikation beschäftigt hätte, mit Storytelling und eben nicht nur mit technischen Aspekten. Aber da würde ich drauf gehen, wenn ich jetzt 20 wäre. Sage ich auch jedem, jetzt, wenn Leute mit mir irgendwie sprechen, oder ich bin ja häufig an irgendwelchen Hochschulen auch als Dozent, und wenn die fragen, was macht jetzt Sinn in der Kommunikationsbranche, dann sage ich, das würde Sinn machen. Also, wenn es zu dir passt. Ne? Ja, ja. Ja, und was würde ich noch machen mit 20? Oh, ich würde noch mehr nach dem Lustprinzip leben, glaube ich. Also noch mehr, weniger. Ich habe gestern diesen Podcast darüber gemacht, so liebe den Prozess und nicht das Ziel. So, also ich hätte gerne früher verstanden, dass das Ziel vollkommen irrelevant ist, aber der Prozess halt total interessant ist. Ne, also ich wollte Grimme-Preis, Fernsehpreis gewinnen, habe ich dann irgendwann gemacht. Und in der Sekunde, wo ich es hatte, war es irgendwie so, ne? Also war jetzt auch nicht so cool. Also ich freue mich und ich feiere das auch und ich ehre das. Ja. Aber es war halt nicht das, was ich mir erhofft hatte, ne? Dann irgendwie auch diese Definition von es geschafft haben. Ist das irgendwie ein Betrag X? Ist das ein Lamborghini? Ist das ein eigenes Haus? You made it? Was soll das heißen? You made it. Das ist so eine belanglose Definition. Ja, genau. Und das hätte ich gerne auch schon früher verstanden. Aber ich sage so, ich bin happy, ich bereue nichts und alles gut gelaufen. Setzt du dir noch Ziele aktuell? Boah, nee, gerade nicht. Ich habe auch keine Morning. Das sind immer meine zwei Sachen. Habe ich eine Morning-Routine? Nein, habe ich nicht. Habe ich eine Abendroutine? Nee, habe ich auch nicht. Doch, irgendwie meinen Sohn ins Bett zu bekommen, dass ich noch 3 Minuten für mich habe. Meine Abendroutine gerade, besteht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, erzähl mir deine Abendroutine. Ich wollte sagen, meine Abendroutine besteht darin, zu warten und zu hoffen, dass Sarah früh genug einschläft, damit ich UFC gucken kann. Und zu hoffen, dass sie nicht wieder aufwacht, weil wenn sie aufwacht, ist sie immer grumpy und kackt mich dann an, warum wir denn noch nicht im Bett liegen. Und ich sehe, weil du hier eingeschlafen bist und weil ich UFC gucken will. Und weil ich kein Arbeitnehmer bin, der morgen um 6 ins Büro muss. Meine Güte. That's the difference. Ja, nee, ich habe schon Ziele, ne? Also unser Ziel ist so, wir wollen halt in 4 Jahren in LA leben, wenn Oskar aus der Grundschule raus ist. Geil. Ich weiß so, was ich jeden Monat an Geld verdienen muss und möchte, das weiß ich auch, aber das ist einfach eine Bedarfssumme sozusagen. Das ist jetzt weniger ein Ziel, das ist einfach nur ein strategisches. Du hast ja auch Vermögen aufgebaut schon. Ja, zum Glück. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Also muss man ja. Nee. Ja, schön. Ja, fett. Und, genau, also von daher, ich habe jetzt auch so, meine Ziele sind auch extremst unmateriell. Ne? Also so wirklich, momentan ist so, ich hoffe, dass ich einfach ein guter Papa bin.
Ich gebe mir Mühe, ein guter Ehemann zu sein und ich probiere mich dabei nicht zu vergessen und meinen eigenen Spaß zu haben. Ich habe mir gestern fürs Büro eine unglaubliche, vorgestern eine unglaubliche Espresso-Maschine gekauft. Zu Hause haben wir die schon, jetzt habe ich sie auch im Büro. Nee. Und jetzt bin ich hier so und jeden Tag wieder so 20 Minuten schraube ich an meinem Espresso, bis er perfekt ist, so hier im Büro. Weißt du, er muss ja mal eingestellt werden, die Mühle muss eingestellt werden. Jetzt habe ich so wieder so meine Meditation. Ich brauche zwei Sachen von dir. Sache Nummer eins ist endlich den Zauberkurs. Hm. Endlich. Das zweite ist, du kannst mir eine Einführung geben in Kaffee, weil ich bin der Klassische, ich trinke meinen Kaffee und ich merke, dass der anders schmeckt, aber jetzt ist es runtergefallen. Also ich merke, dass er anders schmeckt, aber es ist mir egal. Aber irgendwie merke ich manchmal, er schmeckt besser, manchmal nicht und ich habe keine Ahnung, warum oder warum nicht. Und genau das Gleiche brauche ich auch bei Wein. Das heißt, nochmal eine Einführung in diese drei Themen. Weil ich glaube, wenn du zaubern kannst, also das ist jetzt, eigentlich ist das perfekte Single-Paket, was du verkaufen kannst an Männer. Zaubern, ja, um die Frauen Wein zu kriegen. Wein und Barista. Wein, um sie dann entsprechend, ja, um halt lustiger drauf zu sein, ne? Und morgens, um die halt Kaffee. Wieder wach zu kriegen. Kaffee, um die wieder wach zu kriegen, ne? Also das ist eigentlich das perfekte Single-Paket. Mann, ich glaube, da muss ich so ein Pickup-Artist-Ding draus machen. Ich mache so ein Pickup-Artist. Kennst du irgendjemand, der gut ist im Online-Marketing? Irgendjemand, der mir das vermarkten kann? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Meine Güte. Tatsächlich, das ist eigentlich so eine optimale 60-Sekunden-Stelle, die total kontextlos einfach mal hochgeladen wird. Und wo die Frauen drunter haten. Ja, ihr denkt auch, ihr könnt uns mit Zauberkünsten rumkriegen. Ja, ja. Naja. Du weißt, dass ich meine Frau klar gemacht habe mit Zauberei. Ich habe ihre Telefonnummer mit Zauberei geholt. Ja? Na klar. Was hast du gemacht? Ey, ich weiß immer noch nicht, wie du die Karte verschwinden lassen hast in der Folge mit Echo. Mit Echo ist gut, ja? Ich habe keine Ahnung. Es kommt mir vor, als ob das geschnitten wurde. Nee, ist nicht. Live. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Ich hol eine Karte. Bleib dran, ich hole eine Karte. Ich bleib dran. Meine Güte. Der Uwe ist gleich wieder zurück für alle Leute, die nur zuhören. Und für die Leute, die zuhören, ihr könnt euch das Spektakel hier auch auf YouTube ansehen, bei mir oder bei Uwe, je nachdem, wer wo wann hochlädt. Ihr wisst, wir sind relativ chillig drauf. Mach. Bist du bereit? So, das ist diese Karte, gell? Pass auf, wenn du hier so ein bisschen so... Hä? Die versteckst du hinter deiner Rückhand bestimmt, ne? Ne, du meinst, pass auf, pass auf, in der Rückhand, also du hast hier die Seite, gell? Ist ja klar. Ja. Und du hast die Seite und du hast halt diese Karte hier. Hä? Wie macht er das? Ich verstehe es. Aber das wäre auch ein 30-Sekünder zum Rausklammern. Das wäre so ein 30-Sekünder, ja, das auf jeden Fall. Das ist krass. Das ist heftig. Ja, es gibt tatsächlich gibt es einen Typen, ich weiß, das ist so ein Ami, Spanier, Mexikaner, keine Ahnung, der macht Pickup und der lädt den ganzen Tag eigentlich nur Videos hoch, wie der halt mit Fake-Zauberkünsten halt Frauen dazu bringt, mit ihm rumzumachen, ne? Und das ist halt super lustig, weil der hat irgendwie, und das Geile ist, er verkauft dann auch noch die Requisiten dafür und ich glaube, das geht übelst ab. Also irgendwie hat der sagt zu einer Frau, pass auf, hier ist Zettel und Stift, schreib dir mal kurz eine Zahl auf, ne? So, schreib dir die Zahl auf, bla bla, und mal gucken, ob ich sie errate. So, und dann sagt er, währenddessen schreibe ich mir auch die Zahl auf. Dann guckt er die so ganz gespannt an, die Frau, die ganze Zeit, na, wartet. Er so, bist du fertig? Sie sagt, ja. Er sagt, okay, ich bin auch fertig. Na? So. Und der hat dann sagt er, gut, welche Zahl hast du? Dreh mal um. Und dann dreht sie die Zahl um. Und dann sagt er, was glaubst du? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Und währenddessen hat er irgendwie halt so einen ganz, ganz kleinen Mini-Bleistift, na, oder Kuli, den er irgendwie an seinem Finger versteckt hat, mit dem er dann halt so ein Daumenschreiber, mit dem er dann halt auf seiner Hand oder auf einem anderen Zettel dieselbe Zahl hinschreibt jedes Mal und dann halt die logischerweise jedes Mal gewinnt. Ne? Und die Frauen sind immer so verblüfft, so, hä, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und das macht er irgendwie mit allem möglichen Zeug und das ist immer eigentlich relativ funny, sich das mal anzugucken. Wie heißt der Typ? Der heißt, keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß es gar nicht. Ich will mal zuschicken, okay, das klingt cool. Ich hab's nicht raus, wie der heißt. Ich muss mir mal überlegen. Jetzt war
hatte ich tatsächlich noch eine Frage, die ist mir vorhin gekommen, ganz kurz. Und zwar war die Frage, womit, also was war denn der letzte Schrei vor 20 Jahren bei dir? Also als du wirklich 20 warst, nicht in 2019, sondern in, ich weiß nicht, 2000 noch was. Was war da der letzte Schrei, wo alle Jugendlichen gesagt haben, hey, das ist der Real Deal, damit verdienen wir jetzt Kohle oder das machen wir jetzt alle. Weil jetzt ist ja gerade so der letzte Schrei, so hey, wir machen alle Social Media und Marketing und wir verdienen Geld und wir werden Influencer und wir kriegen Produkte geschenkt. Das ist ja gerade so da der letzte Schrei. Was war der letzte Schrei vor 20 Jahren bei dir? Ey, vor 20 Jahren war ich 18, ne? Ja. Da habe ich Abi gemacht. Also beziehungsweise da war ich ein Jahr vom Abi. Nur das Ding ist, das gab es gar nicht. Es gab überhaupt keine Entrepreneur-Informationen. Das ist kein Scheiß. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war beim BITS, beim Berufsinformationszentrum, und die haben mir gesagt, ich soll, glaube ich, Landschaftsgärtner oder Grafikdesigner werden. Und für Grafikdesign musste man, glaube ich, 12 Semester studieren oder so. Es war crazy shit. Ehrlich? Das war echt so, ja, Mann, das war echt richtig krass. Ich weiß auch noch, dass ich auf diesen ganzen Programmen noch irgendwie geschnitten habe. Ich habe auf Premiere geschnitten, als es noch nicht cool war und auch noch aussah wie irgendwie jetzt der Windows Movie Maker. Und damals war das Ding vor allem, wenn du hip warst und hot und so, dann wolltest du ins Fernsehen. Also du wolltest beim Fernsehen arbeiten. Du hast dich nicht mal getraut, Fernsehen. Also du hast auch noch nicht gedacht, dass du wolltest auch noch nicht Model bei Germany's Next Topmodel werden, weil das gab es ja noch nicht. Das war auch gar nicht die Idee. Du wolltest hinter die Kamera zum Fernsehen. Das war hotter Shit. So. Okay. Und jetzt? Die Fernsehbranche hat so ein Nachwuchsproblem, keiner will mehr zum Fernsehen. Also die Kids sind so, okay, also wüsste jetzt nicht, warum ich in dem Medium arbeite, was meine Oma guckt, aber vielleicht ist es ja okay. So, die wollen halt in einer Netflix-Serie mitspielen oder eine Netflix-Serie produzieren. Ja, genau. Also wenn überhaupt, dann nur noch Netflix. Und ja, genau. Also von daher so ein bisschen Loco. Ja. Du hast doch gesagt, du hast die erste deutsche Netflix-Serie produziert, oder? War das die erste deutsche oder war das eine deutsche? Wir waren eine der ersten deutschen Serien, wenn nicht sogar die erste deutsche, die auf Netflix ausgespielt wurde. Wir haben die für ZDF Neo produziert, diesen Cartoon. Und dann wurden die ersten. Aber wir haben die erste non-fiktionale deutsche Show auf Netflix produziert. Und zwar Ultimate Beastmaster mit Sylvester Stallone. Da haben wir den deutschen Feed gemacht. Also wir haben die deutschen Kandidaten gemacht, den deutschen Feed gemacht. Für 2 oder 3 Staffeln war das. Und also das war noch non-fiktional. Ja, wie kommt man denn bei Netflix rein aktuell? Also wie würde man da reinkommen, um eine Show oder eine Serie zu produzieren? Weil die sind ja gerade am Investieren ohne Ende, um halt eben Content en masse zu haben. Also wirst du angesprochen von Netflix. Also jetzt seit kurzer Zeit ist eine sehr gute Bekannte von mir die Chefin von Netflix Deutschland geworden, was sehr cool ist. Ja, und das ist ganz gut natürlich. Das sind die Einstiegshürden jetzt geringer. Aber ich weiß gar nicht, ob das schon released ist. Ich hoffe, das ist schon released. Ist ja egal, ich habe ja keine Namen genannt. Und auf jeden Fall, Netflix spricht dich an. Also wir haben damals einen Anruf aus Amerika bekommen. Hi, we're Netflix and we want you to produce our German feed. Und wir so, woher habt ihr euch? Ihr wurdet uns empfohlen. Wir wissen ja bis heute nicht, warum Netflix uns angerufen hat. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Irgendeiner hat gesagt, die sollen das mit uns machen, aber kein Mensch weiß warum und wer dieser Mensch ist, der empfohlen hat und ob die Story stimmt. Keine Ahnung. Was ich krass, krass finde, wir haben ja letztens darüber geredet. Ich weiß nicht, hast du überhaupt noch Zeit und Lust, weiterzureden? Ja, so 10 Minuten habe ich noch. Ja, auf jeden Fall. Darüber haben wir ja letztens geredet, über die Plattform Masterclass, beziehungsweise Masterclass, von der du ja so begeistert bist. Und im Prinzip ist das ja das Netflix-Prinzip bloß für Learning, aktives Lernen von etwas, statt sich nur zu informieren oder belustigen zu lassen. Was glaubst du, wird die Erfolgsformel sein von Netflix generell? Weil wenn ich mir überlege, Alter, ich zahle mein Netflix-Abo, ich habe das seit 3 Jahren nicht gekündigt. Ich glaube, ich habe das seit 2015. Ich habe das locker seit 2015. Ich habe das nicht einmal gekündigt. Das ist heftig. Aber hast du einmal im Monat einen Film geguckt?
Wie? Hast du mindestens einmal im Monat einen Film geguckt? Also hast du dir also 12? Seit 2015 nicht konstant, nee. Also ich würde sagen, alle 2 Monate so im Schnitt habe ich auf jeden Fall mindestens einmal einen Film geguckt, aber sonst... Und Serien? Ja, auf jeden Fall, ja. Siehst du, dann hast du es raus. Das ist genau der Trick bei Netflix. Jetzt erhöhen sie ja auf 11,99, habe ich gestern die E-Mail bekommen, ab August. Ja. Aber damit hast du ungefähr ein Kinoticket für dich alleine für einen Film. So, 10 bis 12 Euro, wenn du berechnest, ein 3D-Film, was auch immer. Du kommst immer irgendwo auf 10 bis 12 Euro raus im Kino, ohne jetzt groß Popcorn gegessen zu haben. Und genau das ist das Netflix-Prinzip. Du hast halt im Grunde genommen, denkst du dir, einmal Kino gespart. Und wenn du es zusammen mit deiner Freundin geguckt hast, bist du schon im Plus. Da bist du schon 100% im Plus sozusagen. Und das ist vom Pricing her der Trick. Und ansonsten, die machen gute Sachen. Ich habe gerade How to Sell Drugs Online Fast geguckt, diese deutsche Serie. Ja, ich habe durchgeguckt, weil ich gar nicht wusste, dass ein Bekannter von mir aus Köln, den ich jetzt durch Zufall auf einer Hochzeit in Berlin wieder getroffen habe, dass der die Regie gemacht hat. Der hat das entwickelt und der hat die ersten 3 Folgen gemacht. Und ich kenne auch den Regisseur, der die letzten 3 Folgen gemacht hat, aber nicht so gut. Und deswegen habe ich einfach mal reingeschaut, weil ich den auf der Hochzeit gesehen habe und gesagt habe, soll ich diese Serie gucken? Und dann sagt er so, also ich habe sie erfunden und die Regie gemacht, von daher kann ich dir sagen, ja. Und da ist mir erst klar geworden, du warst der Typ, der das Ding gemacht hat. Die fand ich super. Das ist eine super Serie. Und ja, also der Content ist geil. Machen wir uns nichts vor. Also Netflix-Content ist geil. Also was mich am meisten, ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, ne? Diese Fiverr Festival, wie hieß das? Fire Festival. Allein für die Doku hat sich das ganze Netflix-Paket vom letzten Jahr sich für mich gelohnt. Dass ich diese eine Doku gesehen habe, weil ich die so geil fand. Und zwar auf so vielen Aspekten war die großartig. Wie macht man Social Media Marketing? Wie macht man Influencer Marketing? Wie macht man kein Business? Wie dämlich kann man sein? Ja. Das war großartig. Aber wenn man auch ein bisschen... Immer einen Spulen am Start im Team. Genau. Um das Wasser zu organisieren. Von dem Local Administration Guy. Nee, also wirklich. Der Content ist der Hammer. Und ich meine, ich habe alle Plattformen. Ne? Ich habe Amazon Prime, weil ich eh dieses Prime-Ding habe. Ich habe auch ein Sky-Ticket. Also ich mache keine Werbung hier dafür. Ich kriege dafür leider nichts. Ich muss auch alles selber bezahlen. Nur mal so als Disclaimer. Ich habe auch Sky-Ticket für 2, 3 Serien, die ich da gucke. Westworld warte ich jetzt gerade drauf, dass es endlich weitergeht. 4Blocks habe ich da geguckt. Also für mich, ich habe 3 Abos und alle 3 lohnen sich für mich. Dafür gucke ich kein Fernsehen. Zero. Ich denke mir, warum zahle ich jeden Monat für Fernsehen? Das ist auch das einzige Paket, was ich jetzt wahrscheinlich downgrade. Ich bin gerade bei der Telekom und habe da so ein All-Inclusive-Paket und denke mir jedes Mal, warum zahle ich für Fernsehen? Ich gucke, also wirklich, ich habe in den letzten 5 Jahren kein Fernsehen geguckt. Ja. Selbst als ich Fernsehproduzent war, habe ich kein Fernsehen geguckt. Shame on you. Aber ich habe Serien geguckt und ich habe Dokus geguckt. Ja, krass. Was mich interessieren würde, ist, wenn du jetzt einen Online-Kurs aufnehmen würdest, ne? Du sagst, okay, ich, Uwe von Grafenstein, Thema XY, ich nehme Online-Kurs auf, den ich verkaufen will. Mhm. Wie würdest du das machen? Also basierend auf deinem eben Fernsehproduktionshintergrund, würdest du dir da richtig Mühe geben? Würdest du das so im Masterclass-Stil machen? Oder würdest du sagen, nee, weißt du was, Alter? Wir leben in 2019, warum zum Teufel soll ich das machen? Webcam raus, PowerPoint-Präsentation erstellen und go. Oder ich stelle mich in mein Büro, nehme Kamera raus und geht einfach rein. Ja, ich habe ja alles schon gemacht. Ich habe ja mal so ein Video gemacht, wie habe ich unsere Zauberschule in 8 Wochen zum Marktführer gemacht und auf Nummer 1 bei Google. Da stand ich hier im Büro, vor einem Flipchart, dreckig, Mikrofon dran geklippt, meine Spiegelreflex raus und losgelegt. Das war gratis. Aber die Frage ist ja, wenn du es bezahlt machst, wie willst du dich positionieren, ne? Masterclass ist natürlich unfassbar, wie die das machen. Also die haben da, das ist Kinoqualität, ne? Das ist drüber. Aber für Masterclass und für die Menschen, die da vor der Kamera sind, ist das natürlich, ich glaube, das ist wichtig und es zahlt auf den Brand ein. Am Ende ist es, glaube ich, die Mischung. Also ich bin auch ein großer Fan von Screen Captures. Ich weiß, die Leute mögen das immer nicht, weil einfach nur, man hört die Stimme und ich zeige dir eine Präsentation. Aber ich glaube, es gibt so wichtige Punkte bei einem Online-Kurs, wenn er wirklich in die Tiefe gehen soll, wo es Sinn macht, auch einfach mal einen Screen Capture zu machen. Ich glaube, die Mischung macht's. Und ich glaube, die Abwechslung macht's. Und ich habe ja auch wieder neulich gelesen, ich glaube, nur 80% aller Online-Kurse werden nicht geguckt. Also auch selbst wenn du ihn begonnen hast, guckst du die ersten 10, 20% und die restlichen 80 werden nicht geguckt. Und ich erwische mich dabei selber.
sowohl bei Masterclass als auch bei Tai Lopez, als auch, was ich nicht alles gekauft habe in meinem Leben. Fast nichts habe ich durchgeguckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So. Deswegen denke ich, Abwechslung ist das Ding. Das ist halt, ne, weil manche, ich glaube, die meisten sind zu eintönig. Du willst nicht eine Stunde einen Typen sehen im On, wie er dir was erzählt. Du willst aber auch nicht eine Stunde einen Screen Capture sehen. Wenn du es schlau machst, machst du ein Intro, wo wir, du siehst, ich sehe dich so, wie ich dich jetzt sehe, also im On, eine Interviewsituation, dann gehen wir in Screen Capture, dann wechseln wir vielleicht zu einer Gruppengeschichte oder wir schneiden ein Part rein, wo du vielleicht das, was du gerade erzählst, auch mal vor Publikum erzählt hast. Bei dir war es dann halt deine Social Media Tour, die du gemacht hast. Da könnte man einen Screen teilnehmen oder eben von eurer Mastermind, die ihr jetzt auf Ibiza gemacht habt. Dann gehen wir zurück ins On, dann gehen wir wieder zurück zu einem Screen Capture. Ja. So halt. Und ich glaube, das ist der Trick. Ja. Weil eigentlich willst du ja schon auf mindestens mal 30-50% Screentime und Watchtime kommen. Im besten Fall willst du natürlich 100, aber du willst ja eigentlich, dass die Leute das Gefühl haben, Alter, bei dem habe ich, das ist der erste Kurs, den ich mir durchgeguckt habe. Weil dann kaufen sie wieder. Bei allen anderen, glaube ich, es ist sogar nachweislich von den Quoten so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal kaufst, runtergeht. Ja. Weil du dir denkst, bei dem habe ich eh nur 10-20%, das war irgendwie langatmig, kann die Fresse nicht sehen, was auch immer. Und ich glaube, das ist das, was man vom Fernsehen lernen kann. Man muss so denken, als wäre es eine Fernsehshow. Und bei einer Fernsehshow sagt man, so alle 3-7 Minuten muss ein neuer Stimulus kommen. Bei YouTube noch viel krasser, aber ich glaube so, bei was du dir gekauft hast, wo du dir Zeit nimmst und sagst, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin, du siehst ja, du würdest dir nie, deswegen gucken die Leute auch so ungern Talkshows, also jüngere Leute, weil es halt eine Stunde lang sitzen da 5 Hanseln und unterhalten sich. Denkst du irgendwann so, okay, wenn das Thema jetzt nicht der absolute Knaller ist oder wenn eine Person nicht ultra polarisierend ist, denkst du dir auch so, boah. Ja. Ja, krass. Also ich finde, das war jetzt auch ein ganz guter Abschluss nochmal. Ich glaube, wir haben echt viel gecovert für Happy List X Social Media Magnet. Sollten wir häufiger machen, aber das haben wir eh gesagt, dass wir das machen wollen. Ja, das natürlich. Das werden wir auch live machen, mal auf YouTube, habe ich dir gesagt. Hangout müssen wir auf jeden Fall pushen, weil das geht auf jeden Fall ab. Und ja, geil. Easy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt gerne Feedback. Schreibt Uwe von Grafenstein auf LinkedIn und Instagram und schreibt mir auf Instagram Nick Gehringer oder auf Facebook Nicky Gehringer oder per E-Mail oder wo auch immer. Oder schreibt uns halt auch nicht, wie ihr wollt. Mir hat Spaß. Viel Erfolg euch da draußen und danke, dass ihr uns Zeit geschenkt habt. Das ist das Wertvollste. Wenn Leute eh schon hier dran geblieben sind, du da draußen, wenn du immer noch da bist, ich feiere dich hart, dass du dabei geblieben bist. So sieht's aus. Uwe lädt dich mal auf einen Espresso und einen Zaubertrick ein nach München. Very welcome hier in München. Hey, ich habe schon so viele Leute gehabt, die vorbeigekommen sind. Es gibt echt viele, die einfach kommen. Uwe, eigentlich müsste man das mal machen. Also ein klassisches Podcast-Event oder sowas. Weißt du, einfach nur eine Abendveranstaltung, wo du sagst, Magic and Coffee, powered by Happy List. Alter, Aber eigentlich sind die Erwachsenenkurse bei uns hier in der Zauberschule sind so. Das ist kein Witz. Also hier sitzen Leute, die sind erwachsen, aber nach ungefähr 12 Minuten verwandeln sie sich in 7-Jährige. So. Ja. 7-Jährige, die schon Kaffee trinken dürfen. Ja. Und dann sind die hier so, guck mal, ich habe hier noch einen, guck mal, wie ich die Karte erscheinen lassen kann. Guck mal hier mit den Gummiringen, wie ich die machen kann. Du hast halt im Grunde genommen die großen Kinder sitzen. Für mich, das sind die geilsten Momente. Ja. Magic and Coffee. Wenn ihr darauf Bock habt, dann müsst ihr uns definitiv schreiben, weil dann setzen wir das bestimmt um. Ich hab Bock drauf. An der Stelle, wir sind raus. Hadi. Tschu.